Hi Leute, ich werde schon aufgezeichnet. Okay, ja, ich bin jetzt hier aus dem Homeoffice heraus. Kurz die Aufnahme. Ich möchte jetzt auch mal wieder, wie versprochen, mehr Tool-Sachen machen. Das heißt, ich denke, dass so als Fundament für jede Selbstständigkeit, egal wie klein du bist oder gerade wenn du klein bist, die Auswahl der Tool-Sortimente, also mit welchen Tools du arbeitest, extremst entscheidend ist, weil es ist klar, wenn du mal eine gewisse Größe hast, dann relativieren sich in Relation diese ganzen Tools. Aber wenn du klein bist und bist vielleicht noch unter 10k im Monat im Durchschnitt, dann ist es sehr wichtig, ob du jetzt Tools hast von 1000 oder 2000 oder 3000 Euro Gesamtkosten. Und deswegen hier mal jetzt eine Videoserie wieder zu Tools, was ich ja schon vor 2 Jahren auch mal gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal hier. Ich werde jetzt auch nicht einen extra YouTube-Kanal, glaube ich, aufmachen. Ich mache das einfach alles hier. Also hier zum Beispiel hier ein Real-Life-Beispiel, also nicht diese Mock-Beispiele da von irgendwelchen Pseudo-Accounts, sondern das ist echt. Ja? Also Kleinmarketing, interne Akademie für meine Mitarbeiter. Wenn ich jetzt hier drüber Maus hover, ich will jetzt nicht alles zeigen, nur dieses eine Video hier, dann ist es hier für Mitarbeiter. Ne? Dann hier Unterkategorie Pipedrive CRM-Training und das ist für Sebastian. Als ich Pipedrive genutzt habe, dann habe ich da eben diese Akademie gemacht und für Sebastian ist einer meiner Top-Lead-Gen-Agents. Ja. Der macht das auch schon seit 20 Jahren. Und hier Targetlisten in Pipedrive. Also das ist quasi das Video unter Kategorie und das ist die quasi die Lektion und das Kapitel, die Lektion. Ja. Also Targetlisten im Pipedrive definieren, ist die Lektion. Das Kapitel ist Pipedrive CM Training und der Kurs oder in dem Fall das interne Onboarding oder nenn es wie du willst, ist Kleinmarketing Akademie für meine Mitarbeiter. Ja? Und darunter sind natürlich dann weitere Kapitel, die jetzt andere Tools betrifft und so weiter. Und hier, wenn wir mal kurz reinhören, es ist insgesamt sehr clean alles. Ja, das lieben auch wirklich jedem, den ich jetzt gezeigt habe, liebt diese cleanes Design. Ganz unter uns gesagt, das ist jetzt Member Spot. Ja, ich weiß, es gibt irgendein amerikanisches White Label Software, welche ich weiß den Namen nicht mehr, die jetzt genauso aussehen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht von Grund auf neu programmiert worden. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber jemand hat einfach sich eines Frameworks bedient und das eben ein bisschen umgebaut auf den deutschen Markt. Das ist ja auch super. Ne? Warum das Rad neu erfinden, ist überhaupt nicht wichtig. Okay, dann hier kann man, das ist auch, es gab es am Anfang noch nicht, ist zur Live-Version rüber checken. Na, hier siehst du es dann eben so, als wie wenn du jetzt halt der Mitarbeiter wärst. Und das ist auch sehr gut. Der Grund, warum es so lange lädt, das ist ein bisschen meinem Laptop geschuldet, weil der ein bisschen überlastet ist aktuell. Normalerweise geht MemberSwap sehr, 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 sehr schnell. Es ist ein sehr schnelles Tool. Da zeige ich euch gleich noch, wie man das quasi, wie man auch runterladen kann. Das geht über einen CDN, also Server. Das ist sowas wie Akamai. Das ist quasi, CDN ist quasi, das sind Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, zu beschleunigen. Fuck, man, das Falsche. Okay, auf jeden Fall. Das war wieder was anderes. Forget about that. Okay, Live-Version, das war der Link. Das war der Knopf, den ich drücken wollte. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt so lange dauert. Machen wir einfach hier weiter. Also man sieht es hier. Okay, also hier kann man es größer machen. Finde ich auch geil. Ja. Sieht gut aus, ist klar. Und normalerweise sehr, sehr schnell. Ich habe noch nie Beschwerden gehabt bezüglich der Geschwindigkeit. Man kann hier natürlich dann auch das Ganze hier Optionen downloaden, als ich als Admin natürlich. Man kann es löschen, downloaden. Ja? Wenn ich jetzt das hier downloade, dann wird es nicht sofort downloadet, es wird einem zugeschickt, bestätigt. Und dann, super wichtig, ja, dann kriegt man hier einen Link und den Link öffnet man dann. Link wurde versendet. Ne? Und dann geht es hier auf diesen CD,
CDN.net, ja. Das ist dann so ein Internet-Beschleunigungsprovider. Die machen meistens auch DDoS-Mitigation und so weiter. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich habe früher da sehr viel Leads gemacht für solche Firmen. Mittlerweile hat jede große Firma sowas. Und es geht doch sehr, sehr schnell. Schau. Ja? Okay, cool. Dann hast du es hier runtergeladen. Und dann kannst du es hier aufmachen. Und dann wieder, keine Ahnung, jetzt in dem Fall möchte ich es einfach mal auf YouTube teilen, so eine kleine Lektion. Und wie gesagt, ich habe ein kleines Performance-Problem bei meinem Laptop gerade. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Okay, das wollte ich einfach nochmal ganz kurz sagen. Ist ein geiles Tool und ihr könnt es selber mal reinziehen, gratis für 4 Wochen und so weiter. Checkt einfach mal den Link unten. Weitere Videos werden folgen. Ich muss mal meinen Laptop jetzt nochmal hier frisieren, weil es dauert mir jetzt doch ein bisschen zu lang. Bis zum nächsten Mal.